Moin und hallo zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich würde sagen, weiter geht's nach dem Intro. Wie ihr schon sehen könnt, dreht sich das um eine Drohne. Ich stelle ja immer jetzt nach und nach meine persönlichen Settings vor, die ich persönlich nutze. Und das ist hier die Inspire 2 und dann zeige ich euch ein bisschen was, was ich habe, was ich nutze oder wie ich es nutze. Ja, hier seht ihr das auch, dass es die Inspire 2 ist. Da ist die größte Speicherkarte drin und dann habe ich dann auch eine SSD-Platte drin. Das zeige ich euch auch gleich. Unter anderem habe ich dann noch die Zenmuse X5S und die X4S. Dann besitze ich von diesen Lipos oder Akkus jeweils 4 Paar insgesamt, weil die Drohne fliegt ja nur mit 2 Akkus. Ich habe auch ein Lesegerät für die SSD-Karte und das zeige ich euch auch gleich mal. Ich besitze jeweils 2x4 Rotorblätter oder Flugblätter. Und wie gesagt, es ist eine schöne, tolle Drohne. Aber wie gesagt, das ist für mich persönlich mein persönlicher Eindruck. Und dann zeige ich euch mal, was ich noch so habe dafür. Ja, hier könnt ihr das auch schon sehen. Das sind 480 GB. Für mich persönlich reicht das aus. Und hier ist das entsprechende Gerät dazu, dass ich das auch auslesen kann. Dann ist hier noch die Zenmuse X5S. Auch sehr schön. Hier seht ihr das auch nochmal. Also ich finde, das ist eine tolle, aber auch eine teure Kamera. Und ich zeige euch das mal. Hol die mal vorsichtig raus. Ich benutze es auch nicht oft, aber für meine Aufträge, die ich da mal bekomme, nutze ich das halt. Und wie gesagt, ist eine sehr, sehr schöne Kamera. Das Objektiv kann man auch wechseln. Und ja, hier ist die Schutzkappe. Und ich bin auf ein Portal vertreten und da kriege ich dann immer meine Aufträge. Ja, das ist, bringt Spaß, ist sehr, ja, auch sehr groß und dann, ja, einen Flugschein habe ich auch dafür, dass ich die auch fliegen darf. Und hier habe ich dann noch die, Moment, auch ND-Filter habe ich auch für diese, da könnt ihr das sehen, Zenmuse X4S. Die benutze ich etwas öfters. Und ja, wie gesagt, die fliegt sehr, sehr gut. Ich verlinke euch auch die andere Drohne, darüber habe ich ja schon ein Video gemacht. Ja, das sind immer, wie gesagt, meine persönlichen Settings, die ich persönlich nutze für meine Aufträge. Und dann, die Akkus habe ich immer mit Buchstaben versehen, die sind ja auch mit dabei, diese Aufkleber, damit man die schneller zuordnen kann. Bei bestimmten Aufträgen habe ich dann auch eine Powerstation mit. Gut, die ist von EcoFlow. Darüber kann ich euch auch verlinken. Darüber habe ich ein paar Videos. Ja, und dann würde ich sagen, das soll es ja auch gewesen sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techdi. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave.